Mit dem Höhepunkt der Euro-Krise begann er, der Aufstieg der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Vor 2 Jahren hat Christoph Herrmann die Website zusammen mit Michael Mayer gegründet, früher Chefredakteur von Stern und Berliner Zeitung. 15 feste Mitarbeiter arbeiten in der Berliner Redaktion, sagt Herrmann, und 2 Millionen Leser erreiche die DWN monatlich. Und profitabel sei die Publikation von Anfang an. Und wir haben es geschafft, unserer Meinung nach, dass wir Wirtschaft als ein buntes Thema sehen, als ein einfaches Thema sehen. Wirtschaft betrifft jeden, Wirtschaft braucht jeder, Wirtschaft muss für jeden verständlich sein. Und das machen wir. Klingt nach einer Erfolgsgeschichte mitten in der Medienkrise. Artikel der DWN gehören zu den meistgeteilten im deutschen Social Web. Was macht die Artikel so erfolgreich? Auffällig ist, dass sie keine Angst vor großer Lautstärke und keine Scheu vor Übertreibungen kennen. Hier droht die schlimmste Krise der Menschheit. Da wollen EU-Funktionäre gleich die ganze Demokratie abschaffen. Derweil will der Bund uns alle zum Kauf von Telekom-Modems zwingen. Der Konjunktiv hat offenbar bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten Hausverbot. Jedes Gedankenspiel wird ein Fakt. Jedes Positionspapier wird ein Beschluss. Jedes Könnte ein Wird. So kommt man zu so exklusiven wie steilen Schlagzeilen. Dem Leser wird der Eindruck vermittelt, eine undemokratische Bürokratenbande in Brüssel will all unser Geld. Der Journalistikprofessor Stefan Weichert ist einer der Herausgeber des medienkritischen Portals VOKA. Er sieht im oft übertriebenen Tonfall der DWN publizistisches Kalkül. Das, was die deutschen Wirtschaftsnachrichten anwenden, ist ein ganz einfaches Konzept. Provokation, Provokation, Provokation. Wenn ich etwas in diesen Orkus der Netzwelt hineinpuste und es ist möglichst provokant, ernte ich immer irgendeine Art von Reaktion. Und das verselbstständigt sich so stark, dass solche Seiten natürlich auch stark gepusht werden. In diesem Fall ist es eine Anti-EU-Haltung, die hier sehr stark transportiert wird. Die Lesegewohnheiten der Netznutzer haben sich verändert. Immer seltener betreten sie ein News-Angebot über die Startseite. Und immer häufiger lassen sie sich von Empfehlungen aus dem Social Web direkt auf Artikelseiten führen. Nicht mehr Newsportale kämpfen um die Aufmerksamkeit der Netzbewohner, sondern einzelne Newsartikel. Wer diese Marktmechaniken gut analysiert, kann sich heute als neues Medium auf diesem Weg viel schneller etablieren als noch vor wenigen Jahren, meint der Social-Media-Forscher Jan Schmidt. Wenn man mit der Analyse recht hat, wenn man also eine Nische findet, die richtig besetzt, die Themen richtig aufbereitet, und zwar richtig so, dass sie die Zielgruppe dann eben auch für empfehlbar, für kommentierbar, für retweetable halten, dann kann man da eben auch dann in vergleichsweise kurzer Zeit sich eine Reputation aufbauen, weil die Leute dann ja das finden, was sie erwarten. Für Christoph Herrmann hat sein Social-Media-Erfolg nichts damit zu tun, dass DWN oft lauter und mit einem übertriebeneren Tonfall um Aufmerksamkeit schreit als etablierte News-Angebote. Letztendlich, die Leser teilen uns nur, weil sie die Geschichte gelesen haben, nicht weil irgendein Titel zugespitzt ist, ein Titel scharf ist. Und wir sehen das wirklich als unsere Pflicht, dass wir politische Kritik scharf ausüben, auch manchmal überzeichnen, dazu stehen wir. Aber diese Schärfe dient dazu, dass das auch verständlich wird. Auf DWN wuchern die Untergangsszenarien, aber mit Panikmache will man nichts zu tun haben. Auf den verschwörungstheoretischen Kopfverlag wurde gelinkt. Schnee von gestern. Mittlerweile bietet DWN sogar ein Best-of in Papierform an. Es ist seltsam, raunt die Website geheimnistuerisch, aber im digitalen Zeitalter sind die klassischen Verbreitungswege sicherer, wenn es um staatliche Zugriffe geht. Ja, will denn etwa die Regierung oder sonst wer die deutschen Wirtschaftsnachrichten unterdrücken? Ivo, sagt Christoph Herrmann, es gehe doch nur um wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wenn uns ein Leser im Abo bestellt, unterstützt er uns. Somit können wir noch mehr Kritik üben. Die Kritik darf scharf sein. Das ist es. Wenn es um Klicks und Pageviews geht, scheinen viele Mittel recht zu sein. Der Journalismus im Netz ist lauter und schriller geworden. Eine Entwicklung, von der auch die DWN profitieren wird.